Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Horse Haven. Und wir starten in Deutschland, wo wir hier eigentlich nur nach den nach der Mine gucken. Oder nach den Minen, das sind ja zwei. Ja, momentan gibt es ja nicht ganz so viel zu züchten, aber wir können haufenweise Rennen machen. Und müssen eigentlich auch noch ein paar Tierchen trainieren. Cool, hier gibt es diesmal nur eine Perle. Und nur Münzen. Eigentlich hätte ich gerne ein paar rote Steinchen noch. Oder ein paar grüne. Oh, wir haben eine Belohnung erhalten. 10 Diamanten für das chinesische Valentins-Event. Okay. Heutiges Einkommen, Freunde besuchen, Pferde von Freunde streicheln, züchte Pferde mit dem Pferd eines Freundes. Okay, ja nee. Oder vielleicht doch, mal gucken, ich weiß es noch nicht so genau. Ich habe gestern noch meine Zucht gestartet für den Paso Peruano. Da gehen wir gleich mal hin. Hier haben wir noch, also für diejenigen, die noch am Zertifikate oder noch Steinchen für die Zertifikate sammeln, ein Tag, 18 Stunden habt ihr noch Zeit und dann ist das vorbei. Ich weiß gar nicht, was haben wir heute? Ist Freitag. Das ist ja nicht mehr viel, ne? Das heißt, Sonntag. Komm, Sonntag, dann neue Pferde. Das kann ich mir eigentlich nicht so ganz vorstellen, aber wir gucken mal. Vielleicht startet das diesmal tatsächlich auf den Sonntag. Ich weiß es nicht. Paso Peruano, genau, da wollen wir gleich mal eben hin. Und eigentlich wollte ich auch gleich nochmal eben eine Dressur. Halleluja. Eine Dressur machen. Damit wir nochmal ein paar grüne Steinchen sammeln. Ich vergesse es tatsächlich wirklich immer. Und er ist noch gar nicht ganz fertig. 1:41 Stunde. Okay, dann bitten wir um Hilfe. Ist tatsächlich Stufe 2 geworden. Hatte ich nicht wirklich mit gerechnet. Mir hätte ein Hengst auf Stufe 1 eigentlich vollkommen gelangt. So als Fohlen hat er echt eine hübsche Farbe, ne? Der sieht echt schick aus. Okay, dann müssen wir aber das eine erst eben in die Oase stellen. So. Halt. Das war zu weit. So, das Paso Peruano packen wir in die Oase. Den Paso Peruano holen wir raus. Füttern ihn dann auch gleich groß. Ach, das ist auch sogar ein Hengst. Okay, André. Ja, da er sowieso nicht komplett bleibt, kann er auch weiterhin so heißen. Erstmal. Da ist es ja völlig wurscht. Oh, schon Stufe 4, das ging ja fix. Okay. Und einmal noch. Und dann müsste das eigentlich geschafft haben. Und dann gucken wir mal eben in die Umkleide, wie er denn groß aussieht. Also so finde ich ihn echt süß, muss ich sagen. Ja, ist okay. Oh, er hat blaue Augen. Sieht doch noch ein bisschen anders aus wie auf dem Bild. Ja, ein bisschen doch, stimmt. Doch, sieht schon schick aus, muss ich sagen. Dann können wir ihn auch noch mal einmal füttern. Kriegen wir noch ein paar Punkte. Die können wir ruhig noch mitnehmen. Da fehlt nämlich noch ein ganzes Stück. Über die Hälfte sogar. Früher wurde das auch sogar mal angezeigt, wenn man darauf geklickt hat. Das ist ja anscheinend nicht mehr so. So, hier müssen wir jetzt noch 2 Minuten warten zum Füttern. Doch, der hat echt eine hübsche Farbe. Also ich finde das mit dem Farbverlauf in der Mähne und hinten in dem Schweif echt schön. Das könnten sie ruhig bei anderen Pferden auch machen. Vor allen Dingen die Mähne, ne? Die ist echt mega, mega schick. Haben sie wirklich, wirklich gut hingekriegt. Sieht wirklich gut aus, muss ich sagen. Gefällt mir. Sehr, sehr gut. Können sie bei anderen Pferden nochmal wieder ändern mit der Mähne, dass die nicht so eigenartig aussieht. So, wir hatten jetzt einen Hengst. Dann gucken wir jetzt nochmal. Ich habe gestern bei der... Oh Gott, wer war denn das noch? Ich glaube, hier bei der Daniela ein Dreier Hengst gefunden gehabt. Jetzt bräuchten wir noch mal eine Stute. Ob Zweier oder Dreier ist mir eigentlich relativ wurscht.
Ah, das ist der Hengst. Gut, dann können wir hier mit der Stute züchten. Stufe 3. Eine andere Stute hat sie hier, glaube ich, auch gar nicht stehen, oder? Nee, das ist ein Shire. Clydesdale, okay. Nee. Dann nehmen wir hier die Dreierstute, züchten da mal mit. Mir würde ja schon eine Zweierstute reichen dann. So, André, da ist er. Ist wirklich, ich weiß gar nicht, haben wir tatsächlich schon mal irgendwie so ein Palomino in irgendeiner Form hier gehabt? Ich wüsste nicht wirklich. Ich glaube nicht. Aber es sieht echt schick aus. So, was wird's denn? Da ist noch ein Hengst. Da ist die Stute, okay. Das heißt, wir brauchen Sandfarben, 61%. Oder halt die 9% Fütterstufe 3. Wobei mir dieses hier schon lang würde. Aber wir schauen mal. Mal gucken, was bei rumkommt. Jawohl. Ja, reicht. Sehr schön. Dann haben wir zumindest eine Stute. Gucken können wir nicht. Da ich ja eben vor einem Augenblick schon mal um Hilfe gebeten hatte, dann können wir das jetzt nicht nochmal machen. Das Ganze dauert jetzt 18,5 Stunden. Okay, alles klar. Dann können wir dann nochmal züchten. Und versuchen uns an einem Stufe 3er dann. So, ich würde dann aber auch noch mal eben ganz kurz mal eben nach Frankreich. Genau, zu unseren Trainingspferden hier. Gucken, wer hier. Oh, Vajala, Atreo. Die beiden haben einen Stufenaufstieg. Dann gucken wir da noch mal eben rein. Oh, wir können mal erstmal eben die Münzen einsammeln, genau. So. Stufe 12. Und dann drehen wir noch mal eben. Und was kann sie. Da ist ja gar nichts bei. Ach herrje. Okay. Naja, was heißt gar nichts? Die Diamanten passen ja auch immer. Aber die bekommen wir natürlich nicht, sondern 2200 Münzen, weil da haben wir ja auch keine von. Richtig. Okay, dann halt nicht. Was habe ich gesagt? Atreo hat auch. Da. Da wollen wir doch mal gucken. Stufe 11, okay. Und er bekommt auch nichts. Auch nur Diamanten, Münzen oder Kuchen. Na, da wird es ja dann wahrscheinlich der Kuchen sein. Oder auch die Münzen, genau. 2000 Münzen. Gut. Dann soll es heute mal nicht sein. Dann schicken wir die noch mal alle wieder weiter zum Training. Und hoffen, dass wir dann wenigstens beim nächsten Mal wieder was Gescheites bei rumkriegen. So ein paar Aufstufungen vom Wetter oder sowas, das wäre natürlich ganz nett. Wieso hakt das heute hier eigentlich so? Ist ja schlimm. Wir hätten auch erst die Weide absammeln können, ne? Ja, auch wieder nicht dran gedacht. So. Okay. Dann machen wir das jetzt noch mal eben schnell. Dann könnten wir aber eigentlich auch noch mal eben in die Oase reingucken. Ob wir da aktuell auch noch irgendwas zum Trainieren haben und zum Verkaufen. So, Weide ist sauber. Sehr schön. Und dann können wir auch gleich nochmal eben nach Post gucken. Kann ich nochmal meinen Kaffee rühren hier. Und gleich mal eben. Oh, der ist noch. Oh ne, der ist noch zu heiß. Da kann ich nicht mal eben schnell einen Schluck von nehmen. So, was haben wir denn hier? Was ist das irische Sportpferd? Nee. KPWN. Okay. Stufe 9. Ne, der muss aber noch zweimal trainieren. Das dauert noch. So, was haben wir denn noch? Was ist denn Elli? Elli, was bist denn du? Ein Hackney. Okay, da haben wir noch nichts anderes. Falissa. Falissa müsste eigentlich auch, glaube ich, ein VK sein.
Yep. Auch die muss noch zweimal trainieren. Ist noch nicht so weit. Kleidi haben wir hier noch. Kleidi können wir verkaufen. Sehr schön. 39 Diamanten. Die nehmen wir doch gerne mit. So, dann haben wir auch schon wieder 40 von 50 Stallplätzen. Das heißt, wir haben noch 10 frei. Ach, hier ist noch ein VK. So. Bella ist Stufe 10, jawohl. Dreamy können wir noch trainieren. Stufe 6 ist der erst, okay. Der braucht ja dann noch einen Augenblick. Ja, sie. Der Missouri Foxtrotter, okay. Den können wir aber auch trainieren, schicken schon mal. Was haben wir denn noch? Spirit müsste eigentlich auch schon. Ja, ist auch fertig. Dann haben wir hier noch einen Delian Derby. Oh, der ist auch Stufe 10. Sehr schön. Können wir auch verkaufen. Stufe 2 war das. Auch nochmal 39 Diamanten. Ja, das Diamantenkonto hat sich langsam wieder gefüllt. Allein ja wegen den Belohnungen für die besonderen Pferde. Beziehungsweise für die Zuchten der besonderen Pferde. Oh, hier sind ja auch noch welche. Die hat es auch schon fast geschafft. Ja, sehr schön. Da noch einer. Ist auch, oh, nee, der ist schon fertig. Sehr schön. Und nochmal 39 Diamanten. Oh mein Gott, das regnet hier ja heute Diamanten. Das ist ja Wahnsinn. Sind wir denn dann eigentlich fast durch, oder? Oh, fast, ne? Sieht er. Hier ist noch ein Fjordi, das haben wir hier. Auch den können wir verkaufen. Ja, oh. Nee, es ist gar kein Fjordi, oder? Doch, klar. 38 Diamanten. Ja, es lohnt sich wirklich, Leute. Ordentlich die Pferde leveln. Immer schön auf Stufe 10. Oder Level 10 vielmehr. Und dann verkaufen. Dann regnet das nach und nach immer wieder und weiter von den Diamanten. Den dürfen wir noch nicht verkaufen, den müssen wir noch behalten. Ich glaube, dann, ha ja, dann haben wir alle. Wunderbar. Dann würde ich sagen, gucken wir jetzt nach Post und gehen dann zur Dressur. Und hier sind die Zwillingspunkte. Ich dachte, das sind chinesische Valentinspunkte. Okay. Andrea war da. Stallburschenbelohnung haben wir hier. Nochmal Zwillingspunkte. Andrea hat auch die Pferde gestreichelt. Und wir haben hier nochmal einmal Werbung, die wir nicht gucken wollen. Und jetzt gehen wir aber eben zur Dressur. Lassen Sultan einmal starten. Sammeln noch ein paar. Wie ist denn da die Bestenliste? Lucy Rio mit 3758 Medaillenpunkte. Oha. Nicht schlecht. Ausbildung. Da hatte ich keinen dabei. Nee. Stimmt, weil wir keine Punkte mehr hatten. Dann starten wir mal. Oh nein, wen habe ich denn jetzt genommen zum Starten? Nee, habe ich doch noch nicht ausgewählt. Ich wollte gerade sagen, ich habe schon einen ausgewählt und war noch gar nicht so weit. Da ist unser Araber. Sehr schön. So, sieht zwar nicht so schön aus, aber können wir den nicht noch mal was anderes anziehen? Muss mal gucken hier. Was wir hier noch so Schönes haben. Ah, hier, das ist auch schick, ne? Eleganz und Schönheitsschuh, okay. Ein paar passende. Oh ja.
So, und einen schicken Kopfschmuck noch. Halt hier. Oder das? Nee. Oh nein, wie süß ist das denn? Ist ja nuffig. Nee, das wollen wir alles nicht. Das könnten wir noch nehmen. Oder das? Das sieht, oh, das sieht auch schick aus. Nee, ich würde dieses nehmen. Passt zwar nicht zum Hengst, aber egal. Es sieht trotzdem sehr schön aus. Das machen wir so. So, auf geht's. Ich weiß gar nicht mehr, wofür das. War das auf dem Dankbarkeitspferd drauf? Ich habe gerade keine Ahnung. Jedenfalls gab es das geschenkt. So, einmal 280 Punkte plus die 130 für die Anpassung. So, dann können wir gleich mal ein paar Fotos machen. So, jetzt gibt es einmal Mitteltrab 60 Punkte. So, dann machen wir da ein Foto. Fliegenden Wechsel gibt 70 plus 21 Punkte, okay. Galopptraversale. Und die Galopppirouette. Boah, es sind schon ein paar Punkte, ne? Sind wir schon bei 711. Sehr schön. So, dann sind wir eigentlich durch, ne? Sehr schön. 721 Punkte ist ein Anfang, ist noch nicht alles, aber ist schon nicht schlecht, würde ich sagen. Ich würde, glaube ich, dieses Bild nehmen. Das gibt mal wieder 100 Punkte auf Rang 9154. Oha. Sehr schön. Gut, dann kommen wir da kann ich dann nachher noch mal eine Runde mitmachen. Jetzt muss ich noch mal eben einen Schluck Kaffee trinken. Kriege ich immer vom ganzen Brabbeln kriege ich immer einen trockenen Hals hier. So. Ich glaube hier, nee, da müssen wir noch mal eben hin. Habe ich hier was gemacht? Nee, aber könnten wir ja eigentlich, ne? Theoretisch gesehen, ja, 25 Tage, 18 Stunden haben wir noch. Hier hat sich leider noch nichts geändert. Ich hoffe, dass da noch mal irgendwas kommt, was ich noch nicht habe. Das wäre natürlich sehr schön. So, was haben wir denn für Wetter? Sonne haben wir. Dann nehmen wir wieder May und starten. So, schauen wir mal. Also einholen kann ich das nicht mehr. Da habe ich letzt schon nachgeguckt. Da müsste ich so eine Zeit laufen, die habe ich, glaube ich, noch nie gelaufen. Einmal perfekt. Oh, einmal gut. 10:34, okay. Ich glaube, die beste Zeit ist 10:19 oder sowas, die ich erreichen müsste, um überhaupt noch hier in den 50er-Bereich zu kommen. Und das fängt schon relativ früh an, ne? Hier bei. Wo war denn das? Da. Ab Rang 8. Und das zieht sich, glaube ich, bis über die 50er hinweg. Nee, gar nicht wahr. Halt, was erzähle ich denn da? Rang 23. Da haben wir die 10:20. So, und die ziehen sich bis, ich weiß nicht wohin. Da sind wir schon an den 50er. Das zieht sich hier immer weiter. Und zwar bis Rang 60. Also da haben wir keine Chance mehr. Selbst wenn wir jetzt 10:20 laufen, landen wir hier auf Platz 61. Das bringt dann auch nichts. Leider. Gut. Eine Runde laufen wir noch. Die anderen beiden mache ich dann nachher, damit ich die Punkte noch zusammenkriege für das Gaia, damit das auch abgehakt ist. Habe ich zwar schon, aber egal. Aber dann ist es da aus der Liste abgestrichen, wollte ich gerade sagen. Dann steht da auch freigeschalten. Und dann passt das. Huch!
Ach Gott, das habe ich ja völlig verpatzt. Einsatz verpasst hier. Oh Gott, 10:37. Das ist ja mega grottenschlecht hier. Okay, gut. Kann ich mal gucken, was ich aktuell gerade für Punkte habe hier. Nämlich da 40. Das heißt, die Hälfte habe ich schon. Ist eigentlich ein Kinderspiel, da noch die letzten 40 rauszuholen. Dann sind wir da nämlich durch. Amerika und so weiter war, glaube ich, soweit nichts. Aber ich würde, glaube ich, gerne noch ein Rennen machen. Ich muss jetzt mal eben überlegen, welches. Australien, war das mit Schieben? Ich weiß gar nicht genau. 600. 600 Meter kommen, das machen wir nochmal eben. 2 Tage, 18 Stunden laufen die Rennen noch, dann werden die auch wieder zurückgesetzt. Also müsst ihr aufpassen, wenn ihr noch rote Steine und so weiter sammeln wollt, dann solltet ihr das jetzt die nächsten 2 Tage noch machen. Mit wem laufen wir denn? Meter, da brauchen wir ja nicht mal so ein besonderes, ne? Könnten wir... Ja, die werden hier unten ja auch immer... Hier, den Lusitan. Ach ne, der hat auch zweimal Gold. Oh Gott. Nee, ein etwas schlechteres hätte ich gerne schon. Weil wir da sonst zu lange mitlaufen. Ich pack mal den Steinbock da rein. Haben wir noch was Schlechteres? Ich glaube nicht, wa? Nee. Nicht wirklich. Die anderen sind alle besser. Egal. Das lassen wir so. Obwohl das exklusiv fabelhaft würde auch noch. Ne? Ah, egal, jetzt kommt. Jetzt machen wir das damit. Sonst wären wir ja nie mehr fertig hier heute. So, eine Verbesserung brauchen wir nicht. So, dass wir unsere 600 Meter hier voll kriegen. Machen wir dann wieder mal ohne Münzen sammeln hier. Das ist ja auch nichts Neues. Ob sie das jemals nochmal wieder in den Griff kriegen, ich weiß das nicht. So, die Hälfte haben wir schon. Kann ich zwischendurch auch nochmal einen Kaffee trinken? Das war knapp. Ich habe zu früh gedrückt. So, dann haben wir unsere 600 Meter haben wir durch. Das ist ja sehr schön. Wie viele Meter haben wir denn? 800 haben wir jetzt. Okay, dann haben wir jetzt 1400 Münzen. Das war aber hoch. Da hatte ich jetzt gerade gar nicht mit gerechnet. Und dann sind wir dann auch gleich fertig. Jawohl, ja. Sehr schön. So, wieder 2 rote Steine dazu. Wunderbar. Und dann könnten wir mal eben gucken, wie viele wir jetzt haben. Genau, 21, 12 und 44. Ich bin gespannt, ob das reicht für unser T4. Da, für unser National Show, der sieht hier auf dem Bild, sieht ja richtig, richtig schick aus, ne? Finde den richtig schick. Ja, hier sind wir dann jetzt auch eigentlich so weit durch. Gucken wir mal, wie viel haben wir denn jetzt eigentlich aktuell? Ich hätte auch von unten zählen können, ne? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... 10, dann sind wir bei 40, 44, 48, 52,
56 minus das eine, das heißt, wir haben 55 T4er schon. Das heißt aber auch, dass wir nur noch 20 brauchen. Nicht schlecht, ne? Ja, finde ich schon nicht schlecht. Muss ich ja schon sagen. So, was haben wir hier noch? Nichts Besonderes, ne? Könnte denn hier nochmal eben... Ne, da wollte ich gar nicht hin. Da wollte ich hin. Guck mal hier, da können wir nämlich nochmal ein bisschen tauschen. Das haben wir Skorpion und Schütze 2. Da wird auch, glaube ich, nichts Tolles mehr bei rumkommen. Das haben wir abgeschlossen und können wir einsammeln. Das können wir einsammeln und das können wir auch einsammeln. Sehr schön. Erfülle eine besondere Aufgabe. Ja, haben wir dann auch schon fertig. Und dann müssen wir jetzt warten, bis da wieder neue kommen. Sammle 15 Diamanten. Da werde ich jetzt im Moment ja wohl keine kriegen, weil ich ja kein Pferd zum Verkauf momentan habe. Ist aber auch nicht schlimm. Das gibt so wenig Punkte hier, ne? So kriegst du das. Dauert ewig, bis du hier Punkte zusammengesammelt hast. Ich finde, da sollten sie sich auch nochmal eher was Neues überlegen. So, haben wir hier denn aktuell noch irgendetwas, was wir hier erfüllen können? Ich glaube nicht, das haben wir alles schon. Das haben wir komplett fertig, oder was? Nee, 90 von 110, da fehlt noch was. Ach so, wahrscheinlich die Oasen aufwerten. Meine Güte, das dauert ja ewig, bis du hier nach unten gescrollt bist. Hier, besitze eine Markt der Stufe 4. Ja, die Märkte habe ich auch alle nicht aufgewertet, weil ich da, ja, ist unnötig Geld ausgeben, weil ich keine Pferde da auf dem Markt kaufe. Aber um das abzuschließen, hier müsste man das eigentlich nochmal machen, ne? Da sind die Pferdeoasen. Besitze eine Pferdeoase der Stufe 13. Okay. Ich glaube, da haben die sich so ein bisschen vertan. Stufe 17. Okay. Oha. Ja, das sind noch ein paar, ne? Von 19 sind noch 20 Aufgaben, die ich erfüllen kann. Davon ist die Hälfte mindestens ja noch von dem Markt. Naja, mal gucken. Das können wir dann demnächst nochmal machen. Ich weiß gar nicht, wo habe ich den denn überhaupt stehen? Hier, nee. Da. Da. Stufe 3 ist der. Was kostet das denn? 85. 85 Diamanten für nix. Ich habe auch schon ewig nicht mehr reingeguckt, ne? Ja, können wir dann auch nochmal machen. Ja, demnächst. Und gucken wir mal, dass wir die Märkte nach und nach alle aufwerten und dann sind wir damit dann auch durch. Aber ihr Lieben, damit würde ich mich dann verabschieden und würde sagen, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.